Irgendwann holt sich der Traumfresser sogar den widerstandsfähigsten Beobachter, ohne Erinnerung daran, sich an Jack Kahns Nervenimplantat angeschlossen zu haben, tauchte Dan aus dem Bewusstsein des in Ungnade gefallenen Chirurgen auf und fand sich an einem neuen Tatort wieder. Anscheinend wurde der Mörder beim Kampf verletzt. Blutspuren führen aus der Wohnung hinaus. Jawohl, ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Observer. Okay, wie gesagt, ne? Wir haben diese Quest hier noch. Ich weiß nicht, kann man es Quest sagen? Auftrag halt. Der Besitzer des lauten Kellerabteils lebt in 205. Einen Besuch abstatten. Mm. 205, ich meine da... Oder war das hier? Nee, ne? Das war doch... 205 war ja woanders. Wir gucken nochmal. Oh. Wir gehen auf jeden Fall die Blutspuren lang. Das fängt ja schon super an. Habe ich gerade nur das Gefühl, Handy, lass das. Dass das alles so ein bisschen Fischlens ist. Guck mal, das ist auch Fischlens gerade. Wisst ihr die Wand, wie die sich biegt? Warum haben wir hier so einen Fischlens-Effekt? Hier nicht mehr rein. Kacke, wir müssen irgendwas machen. Wow. Ah. Sah das schon immer so aus? Wäre das auch ein Spiel für VR? Wahrscheinlich ja. Ich habe ja gesehen, es gibt Layers of Fear. Das ist ja von den gleichen Machern. Es gibt eine Layers of Fear Variante. In VR. Oh. Ach Leute, ich habe gerade das mit dem Spiel angefangen. Was? Warum? Was ist das doch? Aber in VR. In VR wäre das echt fies, weil das halt hier auch so eng ist und so verwinkelt. Es kommt in VR richtig fies rüber. Warum Herzschlag? Oh ja, sagt auch Disziplin. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir am Samstag wieder VR-Horror spielen. Ich weiß noch gar nicht, was auf dem Plan steht. Im Game Room am 26.11. Wann der Game Room Stream losgeht, wir schätzen um 8 Uhr. 8 Uhr ist derzeit angepeilt. Wieso sind wir wieder hier? Beziehungsweise. Okay, das ist alles gescannt, das ist halt die Blutspur. Ist das nicht hier das, das sieht so aus wie der Ort, der unter dem Tattoo-Studio war. Aber irgendwie... irgendwie auch nicht, weil hier diese Dings und so... fehlt, diese Bar, oder wie man dazu sagt. Hinten sind Kratzspuren an der Tür. Hallo?
Oh. Also das mit Apartment 205 hat sich doch erledigt, ne? Wir waren ja in 210, ne? Dann. Vor allem in VR ist auch richtig fies, wenn du diese Türklinken immer drücken musst und dann richtig so aufmachen und so. Das kommt dann immer richtig geil, weil du immer so automatisch durch den Türschlitz linst und wenn du eine Taschenlampe hast, dann dahinter leuchtest und so. Ist das ein gutes Zeichen? Sollte man sich da Sorgen machen oder? Nö, ne? Alles gut. Sind wir also wieder im Keller. Fastfood Hamster, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dich? Ich hoffe, alles gut. Ich brauche ja seelische Unterstützung. Irgendwie dreht hier gerade alles ab. Hier fliegt schon wieder alles. Angespannt, bereit für einen saftigen Jumpscare? Nein. Wenn die Gravitation kippt, schon mal stehend hingefallen. Dieses in VR. Oh. Stimmt, das wäre auch richtig fies, wenn sich auf einmal alles umdreht, so wie gerade, und du bist in VR. Dann. Was ist das? Ist das Katzenfutter? Sieht so aus, ne? Ein Jumpscare? Ich will keinen Jumpscare, nein. Bisher war es ja eigentlich mehr so ein bisschen Psychological Horror hier. Alter Schwede, ey. Natürlich müssen wir da lang, wo das Blut ist. Wieso kann ich das denn nicht scannen? Da sind schon wieder Bilder, wie wir es auch in dem Apartment gesehen haben. Dieses Spiel ist echt so verwirrend. Was ist? Es geht ja ab, verlieren wir einfach nur den Verstand, oder? Matriarch, report DR3AD activity within the last 15 minutes. No activity detected. I don't get it. I'm not even plugged in. Ich hab doch gesagt, verlieren wir den Verstand. Die brauchen auf jeden Fall eine neue Putzfrau. Sieht ja schrecklich aus. Ja. Schon wieder 1984. Das haben wir schon mal gesehen. Ich dachte zuerst, da hinten steht einer hier. Ich glaube, eine Putzfrau bringt da aber auch nicht. Ein Flammenwerfer wäre hilfreich. Das Geräusch wird hier lauter, aber hier kommen wir nicht weiter. Na dann, gehen wir mal da hinten rüber. Ja, oder die Putzfrau ist geplatzt, das kann auch sein. Schön. Ist das der Hof? Oder sehen wir... Oder sehen wir gerade, weil der Polizist, der Dan, der nimmt seine Medikamente ja nicht regelmäßig. Kann das ja vielleicht sein, dass bei dem gerade die wahre Realität durchkommt? Also die richtig, richtig wahre, weil... Moment, ich guck mal kurz. Weil wir müssen ja das Synchronize-Zeugs hier nehmen, damit wir mit diesen ganzen, mit dieser Holographenwelt da
oder sagen wir mal holographisch verdeckten Welt irgendwie synchron sind. So, das haben wir ja irgendwie schon geschlussfolgert. Also ich zumindest. So, aber wir haben immer noch so dieses Gekrissel und sowas in der normalen Sicht. Das heißt, wenn wir doch mit unseren Augen die normale Welt sehen, wie sie ist, warum grisselt es dann noch? Warum grisseln dann nicht die Hologramme an sich? Und dadurch vermute ich gerade, dass, weil er am Anfang gesagt hat, er nimmt die Medis nicht regelmäßig, dass dann langsam die wahre Welt durchbricht und die Hologramme eigentlich viel tiefer gehen als vermutet. Meine derzeitige Vermutungslage sozusagen. Ich bin gespannt. Mikael Kroll, ready for disposal. Kurz gesagt, Welten überschlagen sich. Auf jeden Fall nichts für Veganer. Ja, die müssen das ja auch nicht essen. Könnt ihr fragen, gibt es die Welt auch in vegan? Oder Brokkoli? Hier, siehst du, das meinte ich eben, weil die später eingeschaltet haben. Also ich vermute, dass diese ganzen Wände hier und diese Sensoren, das da und das da, dass die halt dafür sorgen, dass das nicht aussieht, wie es jetzt tut, sondern dass das Haus eigentlich schön aussieht durch holographische Wände. Dann kam der Shutdown, die Hologramme wurden abgeschaltet und wir sehen jetzt das Haus, wie es wirklich aussieht. Aber dadurch, dass wir immer noch Störungen im Sichtfeld haben, auch bei jetzt ja bei einer wirklich natürlichen Sicht, habe ich die Vermutung, dass dadurch eine Welt hinter der Welt rauskommt. Mutmaß aber nur. Sieht ja schon geil aus, habe ich noch nie was von gehört. Das sieht doch echt gut aus. Es ist auch sehr gut gemacht, aber total verwirrend. Wir sind auf jeden Fall noch dem Mörder auf der Spur, ne? Blut, abnormale genetische Struktur entdeckt. Wir sind hier noch richtig, würde ich behaupten. Ja, es ist von den Machern Layers of Fear, Flo. Falls ihr es was sagt. Oh nein, ey. Eingang, eine geschlossene Tür am Ende. Also entweder die haben wir schon... Haben wir die ausprobiert? Ne, die geht gar nicht. Oh nein. Hast du, glaube ich. Das kann gut sein. Das gab es auch öfters mal kostenlos. Von den gleichen Machern ist das. Namens Schmimi. Ist bei euch auch Stiggys Stimme und Mund asynchron? Oh, echt? Da wäre eine Rückmeldung von euch echt mal super. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, oh, Mist. Echt krass. Was kann ich denn da machen? Warte mal. Was ist auch ein Fehler in der Matrix? Was kommt denn da zuerst? Passt gut zum Spiel. Warte mal, ich probiere mal was. Und? Ist besser? Warte. Checke. Ah. Viel besser, ja. Dann hat der OBS eine Macke. Ja, okay. So, Ton aus. Doppelt mein Gebrabbel will ich euch nicht antun. Und das bringt mich auf eine Idee. Ich baue mir gerade einen Streaming-Rechner noch zusammen und habe hier noch so einen Laptop nebenbei zum Streamen. Dann ist das nämlich richtig geil. Ich kann nämlich jetzt OBS neu starten. Bei mir, aber der Stream läuft weiter. Das heißt, wenn ich hier noch auf dem Streaming-Rechner irgendwie eine Be-Right-Back-Szene einbaue, dann bleibt der Stream laufen und ich kann hier alles neu starten. Das ist voll geil. So, zurück ins Spiel. Vielen Dank für den Hinweis. Teamwork, Leute, haben wir zusammen geschafft. Und da kommt noch eine Loots von Doro rein. Die warten wir noch ab und dann schauen wir weiter. Ich weiß nur nicht, wie ich das dann schneiden soll. Muss ich mal gucken. Mal schauen. Und Doro sagt... Vielleicht spiele ich das Spiel selber noch, daher bin ich mal weg. Alles klar, Doro, spoiler dich nicht. Danke, dass du da gewesen bist. Und auch, dass du mir den Grund für deine Abstinenz dann jetzt sagst, das ist absolut verständlich. Halte ich genauso.
Wünsch dir noch was, wir lesen uns ja im Discord. Ah, ach so, wir haben einen Zahlenschluss hier so. So, wieder Spielemodus, ne? Immer wieder. Versuchen wir mal zu hacken. Ja. Zwei Null. Müssen wir da jetzt echt das hier machen? Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, oder? Okay, die Einser habe ich schon durch. Okay, vielleicht müssen wir es auch nicht hacken. Wir jetzt? Das ist die Stadt und warum ruckelt's? Okay, aber vielleicht sollten wir den doch hacken. Weil jetzt will ich auch wissen, was da drin ist. Die Einsaaten war durch.